Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich weiß nicht, ob du ganz frisch hier bist im Podcast oder ob du schon ganz, ganz lange hier dabei bist und alle über 300 Folgen schon gehört hast. Ich finde es jedenfalls wunderbar, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Danke für deine Zeit. Danke für dein Vertrauen. Und wir legen auch gleich los mit einer wundervollen neuen Solo-Folge. Heute nur du und ich hier zu zweit quasi im Podcast. Und ich werde heute mit dir über ein Thema sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um ein sorgenfreies Leben. Denn ich sehe immer wieder, wie so viele Menschen, inklusive mir selbst, sich Sorgen machen und wie wir uns manchmal ganz kirre machen und in so eine Dauerschleife kommen von Dingen, die wir uns vorstellen, was alles schiefgehen kann und dass wir mit so einem Misstrauen irgendwie dem Leben begegnen. Und ich habe in den letzten Jahren unterschiedliche spirituelle Tools für mich entwickelt, oder entwickelt ist das falsche Wort, entdeckt würde ich eher sagen, die mir dabei helfen, sorgenfreier zu sein und entspannter zu sein und mit mehr Leichtigkeit durch mein Leben zu gehen. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen utopisch zu sagen, ein wirklich vollkommen sorgenfreies Leben zu haben. Aber was auf jeden Fall geht, ist, sich schneller zurückzuholen von diesen Sorgen, sich schneller wieder in den Frieden zu bringen, schneller wieder in das Vertrauen zurückzukommen und in diese Leichtigkeit und die Freude dem Leben gegenüber zu leben. Und genau darum geht es heute hier in dieser Folge. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, dass ich meine 5 spirituellen Tools mit dir teilen kann, wie du sorgenfreier durch dein Leben spazieren darfst. Und bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich dir gerne einfach Danke sagen. Danke, dass du da bist. Danke für all die wundervollen Rezensionen, die ihr mir schreibt zu diesem Podcast. Danke für alle eure Unterstützung. Danke auch an der Stelle für die wunderschönen Rezensionen und Bilder und Nachrichten, die ihr mir schickt zu meinem neuen Buch Zurück zu mir, das jetzt seit September jetzt auch schon da ist. Und danke einfach dafür. Danke, dass das Buch mein Nummer 1 Spiegel-Bestseller geworden ist und dadurch so viele Menschen gerade erreichen darf. Und mein Herz geht wirklich jedes Mal auf, wenn ich auf Instagram Nachrichten bekomme und Bilder, wo ihr das Buch gerade lest und was es in eurem Leben verändert hat. Also danke, danke, danke dafür. Und dann habe ich noch ein ganz besonderes Geschenk für dich, um dir diese Herbst-Winterzeit zu versüßen. Und zwar gibt es ab sofort für dich die Möglichkeit, dass du dich für das Glaube an Wunder-Special anmelden kannst. Und in dem Glaube an Wunder-Special warten auf dich 5 Nachrichten von deinem eigenen 90-jährigen Ich, die in dein Postfach flattern werden, die auf dich abgestimmt sind. Und am 22.11., ein wunderschönes Datum, am 22.11.2021 gibt es abends das große Highlight von dem Glaube an Wunder Special, wo wir ein Online-Live-Webinar machen werden, also ich und du im Idealfall und viele, viele tausend weitere Menschen. Und du kannst dich jetzt kostenlos dafür anmelden. Du bekommst dann diese wundervollen Nachrichten von deinem 90-jährigen Ich, die ja, ganz wichtige Botschaften für dich enthalten und dich in deine Kraft zurückbringen können. Und am 22.11. kannst du dann bei der Live-Session dabei sein, wo ich ein Online-Training geben werde, wo wir zusammen meditieren werden und wo es rund um das Thema Selbstwert und Selbstliebe geht und in die eigene Kraft zurückzukommen und Wunder im eigenen Leben entstehen zu lassen. Und du kannst dich kostenlos dafür anmelden. Den Link dafür findest du natürlich in den Shownotes. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Teile es natürlich auch unendlich gerne mit deinen Liebsten und Freunde der Sonne. Ich freue mich so sehr, denn im Januar startet wieder die Rise Up and Shine Uni. Und wenn du gerne bei der Rise Up and Shine Uni dabei sein möchtest, kannst du dich jetzt auch schon auf die Warteliste eintragen. Es wird so schön werden und ich freue mich da schon, ja, auf eine neue Runde Rise Up and Shine Uni. Und in diesem Sinne geht es jetzt los mit 5 spirituellen Tools, wie du sorgenfrei durch dein Leben gehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und ja, viel Spaß.
Ich freue mich sehr, diese Folge aufzunehmen, weil es ist wirklich jetzt schon ein kleines Weilchen her gefühlt, dass ich das letzte Mal eine Solo-Folge aufgenommen habe. Eigentlich ist es gar nicht so lange her, aber irgendwie kommt es mir so vor, ist manchmal ja so. Ich habe es auf jeden Fall vermisst und nach einer turbulenten Woche bei mir tatsächlich, weil ich hatte diese Woche unglaublich viele Termine und dann hat mir am Montagmorgen meine Babysitterin geschrieben, dass sie krank ist. Und ich war so, oh nein, was mache ich jetzt? Zwei Kids und super viel zu tun. Naja, ich habe dann alle Termine natürlich abgesagt und habe jetzt aber auch heute Nachmittag frei, quasi Kids frei, weil Paul die Kinder gerade hat und auf sie aufpasst und mit ihnen, glaube ich, auf den Spielplatz geht. Und ich jetzt schnell hier ins Studio geflitzt bin, um diese Folge für dich aufzunehmen. Und es ist eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt, weil wir uns so schnell immer so Sorgen machen und wir so schnell in so ein Worst-Case-Szenario reinrattern, mental, emotional und uns alle möglichen Sorgen machen. Ob es die Sorge ist, kein Geld mehr zu haben oder die Sorge ist, dass die Beziehung in die Brüche geht oder die Sorge, dass, wie bei mir jetzt die Woche, dass ich dachte, boah, shit, wie kriege ich das jetzt alles hin? Wie kriege ich das gebacken? Und plötzlich diese Panik dann in einem hochsteigt, dass man denkt, man schafft es alles nicht. Also diese Sorge, es nicht zu schaffen. Und dass wir uns dann manchmal so ganz kirre machen oder wenn du Mama bist oder Papa bist, du kennst diese Sorge, dass deinen Kindern was passiert, dass man abends manchmal im Bett liegt und plötzlich diesen Film vor seinem inneren Auge hat, wie irgendwas mit deinen Kindern passiert. Und genau darum geht es heute, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es unglaublich anstrengend, mir Sorgen zu machen. Und habe vor allen Dingen auch die Woche wieder gemerkt, es bringt halt gar nichts. Es bringt gar nichts, sich Sorgen zu machen, außer dass wir unsere Energie verlieren und dass es uns dann nicht gut geht. Und genau darum geht es heute in dieser Podcast-Folge, weil ich gerne mit dir meine Top 5 spirituellen Tools teilen möchte, die mir dabei helfen, mich zu entspannen, die mir dabei helfen, immer wieder ins Vertrauen zurückzufinden, die mir dabei helfen, in dieser Leichtigkeit zum größten Teil der Zeit durch mein Leben zu gehen und mich schnell wieder einzufangen im positiven Sinne, wenn ich merke, ich bin jetzt gerade in diesem, ich nenne es ja immer so liebevoll, Bullshit FM unterwegs, wo dieser Radiosender da oben im Kopf einfach konstant einem Quatsch erzählt, was alles schief geht, was wir alles nicht schaffen werden und was uns unter Stress setzt. Und ich habe mir heute etwas Neues überlegt für den Podcast. Und zwar gibt es von mir ein Affirmationskartenset, das I Am-Kartenset mit unterschiedlichen Affirmationen für jeden Tag, das ich letztes Jahr gemacht habe. Und es ist ein wunderschönes Set. Ups, du hörst es vielleicht. Ich habe es gerade in der Hand hier. Ich weiß nicht, ob du es hören kannst, aber genau. Ich habe es in der Hand. Ich mische gerade die Karten. Und ich habe mir überlegt, für diese Folge machen wir es uns richtig schön gemütlich hier zusammen. Und ich möchte die Folge gerne beginnen mit einer Affirmationskarte für uns, um den Rahmen zu setzen, um hier anzukommen. Wunderschön. Die Karte, die ich gezogen habe, ist: Ich nehme die Natur wahr und ihre unendliche Intelligenz und werde mir bewusst, dass auch ich Teil dieser unglaublichen Schönheit bin. Superschön. Superschön. Das ist ein schöner Rahmen für diese Folge. Sich Sorgen machen. Du kennst es mit Sicherheit auch. Dieses Gefühl, wenn in deinem Kopf alles durchdreht und man unter diesen inneren Stress kommt. Ich habe mir für diese Folge jetzt heute überlegt, dass ich gerne die Tools mit dir teilen möchte, die mir dabei helfen. Und das erste Tool, was ich mit dir teilen möchte, das erste spirituelle Tool, das ist wahrscheinlich das spirituellste von den 5. Ja, alle sind spirituell. Spirituell bedeutet ja einfach am Ende nur, dich daran zu erinnern, wer du bist. Wieder in deine Mitte zurückzukommen, dich an deine Essenz zu erinnern, dich daran zu erinnern, dass du immer geführt bist, geleitet bist, dich daran zu erinnern, dass es eine geistige Ebene gibt, die materielle Ebene bestimmt. Und dass du in erster Linie ein spirituelles Wesen bist, ein geistiges Wesen. Und dass dein Geist so groß ist, so weit ist. Und wenn du dich mit diesem Spirit verbindest, du
an eine ganz andere Kraftressource kommst. Das ist so, als würdest du, ich habe gerade dieses Bild vor Augen, als würdest du endlich an der richtigen Tankstelle andocken, so ungefähr, wo du wirklich aufladen kannst und dich auftanken kannst und vorher einfach immer an der falschen Tankstelle einfach warst und nie den richtigen Spirit quasi getankt hast. Und darum geht's hier in dieser Folge. Und das erste Tool, was ich gerne mit dir teilen möchte, ist der Prayer oder das Gebet. Ich teile seit ungefähr 3 Wochen oder 4 Wochen, oder vor 4 Wochen hatte ich diese Inspiration, dass ich gerne bei mir auf Instagram in meinen Stories immer morgens und abends einen kurzen Prayer teile, ein kurzes Gebet, weil ich gemerkt habe, dass Gebete mir unglaublich helfen, mein Herz groß zu machen, mich zu verbinden, in die Dankbarkeit zu kommen und mich nicht alleine zu fühlen, sondern das Gefühl zu haben, da ist etwas Größeres, zu dem ich sprechen kann. Und für manche ist es Gott, für manche ist es das Universum, für manche ist es die Natur, die Liebe, das Licht. Was auch immer es ist vollkommen undogmatisch und überhaupt nicht beten im religiösen Sinne, gar nicht. Wenn du meinen Podcast schon länger kennst, du weißt, ich bin kein religiöser Mensch. Ich bin aber ein sehr spiritueller Mensch. Und du kannst auch beten, wenn du nicht religiös bist. Finde für dich etwas, woran du glaubst. Finde für dich etwas. Vielleicht ist es die universelle Kraft der Liebe. Vielleicht ist es das Licht. Vielleicht ist es die Natur. Vielleicht ist es Gott. Am Ende ist es alles dasselbe. Nur versuchen wir es mit Namen zu umschreiben. Und was mir unglaublich hilft, wenn ich Sorgen habe, wenn ich Stress habe, ist ein Gebet zu sprechen. Ist kurz meine Augen zu schließen und ein Say a little prayer, wie Aretha Franklin so schön gesagt hat. Ein kleines, kurzes Gebet zu sprechen. Das muss gar nicht lang sein, aber einfach nur dich rückzuverbinden mit dieser göttlichen Kraft in dir. Dich rückzuverbinden, so wie diese schöne Karte, diese wunderschöne Karte, die ich gezogen habe. Ich nehme die Natur wahr und ihre unendliche Intelligenz. Das ist Gott. Und werde mir bewusst, dass auch ich Teil dieser unglaublichen Schönheit bin. Und das ist, was ein Prayer macht, das ist, was ein Gebet macht. Das verbindet dich wieder mit Gott oder mit Göttin in dir, mit dieser göttlichen Kraft, mit der schöpferischen Kraft, die alles erschafft, die alles Leben erschafft. Und ich persönlich sage meine Gebete oder die Prayer, deswegen sage ich auch immer Prayer auf Englisch. Ich weiß auch nicht, was das bei mir ist, vielleicht ist das bei dir auch so, aber immer wenn ich in diesen inneren Dialog gehe, auch in Meditation oder wenn ich mit meinem Spiritual Guide spreche, wenn ich mit Gott spreche, dann spreche ich immer auf Englisch. Das ist ganz komisch. Und ich habe einen Prayer, den ich dir gerne vorlesen möchte. Ich werde ihn dir einmal auf Englisch vorlesen und dann auf Deutsch. Das ist ein Prayer, der dir vielleicht helfen kann, wenn du Sorgen hast, den einfach für dich zu wiederholen. Du kannst ihn dir vielleicht auf ein Blatt Papier schreiben. Ich mache ihn wahrscheinlich auch nochmal als Story fertig oder als Post, dass du ihn dir bei mir einfach auch abspeichern kannst, wenn du möchtest. Und ich lade dich wirklich von Herzen ein, kurz mal in dich rein zu tunen, kurz mal in dich rein zu fühlen und wahrzunehmen, worüber mache ich mir gerade Sorgen? Wovor habe ich Angst? Was ist ein Szenario, was ich mit meiner wundervollen Vorstellungskraft in die Zukunft projiziere, vor dem ich Angst habe? Ist es bei dir, dass du Angst davor hast, nicht genug Geld zu haben? Ist es, dass du Sorgen hast, dass du vielleicht krank werden könntest? Ist es, dass du Sorgen hast, dass einem Menschen, den du liebst, etwas passieren könnte? Ist es, dass du Angst hast, dass du nicht den richtigen Job für dich findest? Ist es, dass du Angst hast, dass du nicht den richtigen Partner findest oder Partnerin? Spür da mal in dich hinein. Worüber machst du dir Sorgen? Dann atme hier einmal tief ein und aus und es ist okay. Es ist vollkommen okay, sich auch Sorgen zu machen. Wir alle machen uns Sorgen und es ist am Ende ja eine ganz natürliche Funktion von unserem Verstand, der gerne alles kontrollieren möchte. Und der denkt, ach, wenn ich mir das jetzt vorstelle und mir das jetzt schon mal in die Zukunft projiziere, dann kann ich mich ja schon darauf vorbereiten und dann bin ich dem Leben nicht so ausgeliefert. Das ist ein guter Versuch auf jeden Fall von dem Verstand.
Aber es ist eben sehr begrenzt auf Angst. Und ich weiß, dass du, weil du hier bist und weil du diesen Podcast hörst, weiß ich, dass du ein Leben in Fülle leben möchtest, in Liebe, in Leichtigkeit, in Vertrauen. Ich weiß, dass du auch keine Angst hast vor Herausforderungen, aber ich weiß, dass in dir auch diese Stimme ist und dieses Wissen, dass du dein Leben wesentlich entspannter erleben kannst und mit viel mehr Vertrauen. Deswegen bist du hier, deswegen hast du diese Folge angemacht. Und deswegen schließ einmal für einen kurzen Moment deine Augen und erlaube dir, deinen Fokus zu shiften. Erlaube dir, dein Herz groß zu machen. Und erlaube dir, dich zu verbinden mit etwas, woran du glaubst. Vielleicht ist es Gott, das Universum, die Liebe, was auch immer es ist. Vielleicht hast du gar keinen Namen dafür. Brauchst du auch nicht. Es ist ein Gefühl. Erlaube dir, dein Herz groß werden zu lassen und dich damit etwas zu verbinden, was noch größer ist als du. Und dann, wenn du möchtest, kannst du diesen Little Prayer mit mir zusammen sprechen. Ich werde ihn erst auf Englisch sprechen und dann auf Deutsch. Und du sprichst ihn einfach auf der Sprache mit, wo es dir besser gefällt. Thank you, Universe, for guiding me towards my highest good. Thank you for helping me to trust life and to let go of all of my fears. Thank you for lifting the curtain of fear and for surrounding me with love and with light. Thank you. Thank you. Thank you. Danke, Universum, für deine Führung in meinem höchsten Sinne. Danke, dass du mir hilfst, dem Leben zu vertrauen und dass ich all meine Ängste loslassen kann. Danke, dass du den Vorhang der Angst hebst und mich mit Liebe und Licht umgibst. Danke, danke, danke. Dann erlaube dir für einen Moment in diese Dankbarkeit einzutauchen. In diese Dankbarkeit, dass du geführt bist, dass du geleitet bist, dass du geliebt bist. Und spüre für dich einmal nach, wie es sich anfühlt, in die Verbindung zu gehen mit etwas Größerem, deinen Fokus zu shiften von dem, wovor du Angst hast, in Dankbarkeit. Denn du kannst nicht gleichzeitig dankbar sein und Angst haben, es geht nicht. Und erlaube dir, in dieses Vertrauen zu gehen, dass alles zu deinem Besten gelöst werden wird. Und spüre da einfach nochmal rein in diese Kraft, die da ist, die dich umgibt. Dann atme nochmal tief ein und aus. Und du kannst für dich, wann immer du möchtest, diesen Prayer oder einen anderen Prayer, ein anderes Gebet benutzen. Du kannst dir selber Gebete aufschreiben. Du kannst einfach ganz intuitiv gucken, was bei dir kommt, dich führen lassen und erlaube dir, in diese Verbindung zu gehen. Erlaube dir, diese kleinen Gebete zu nutzen, wenn immer du dir Sorgen machst, festzustellen, oh, ich bin gerade wieder in diesem Kreislauf, ich bin in dieser Angst. Ich atme tief ein und aus und dann erlaube ich mir, diesen Prayer zu sprechen. Ich erlaube mir, mich nach oben zu verbinden und dann wieder nach draußen zu gehen. Und das ist wirklich, diese kleinen Gebete, die können alles verändern. Ich mache das zum Beispiel auch immer, wenn ich mit einem Menschen irgendwie einen Konflikt habe oder ich auf jemanden sauer bin und ich nicht weiß, wie ich da rauskomme, dann spreche ich einen kleinen Prayer, dann spreche ich ein kleines Gebet für diesen Menschen und für mich. Und da entsteht so eine Magie, so eine Heilung.
Weil wir aussteigen in dem Moment, wenn du betest, steigst du aus deinem Ego aus. Weil du anerkennst, ich habe die Lösung gerade nicht. Hilf mir. Danke, dass du mir hilfst. Also das ist das erste spirituelle Tool für sorgenvolle Momente. Ein Prayer. Say a little prayer. Und wie gesagt, du findest bei mir auf Instagram jeden Morgen und jeden Abend gibt es eine Story mit einem kleinen Prayer von mir für dich. Das zweite spirituelle Tool, was ich gerne mit dir teilen möchte, ist ein Mantra. Und es gibt in meinem Podcast schon, ich glaube, 2 Podcast-Folgen zu Mantren, also was Mantren sind, wie du Mantren genau benutzen kannst. Ich verlinke dir das gerne auch nochmal in den Shownotes, wenn du da tiefer einsteigen möchtest. Aber um es kurz zu erklären, ein Mantra ist ein Tool, ein Instrument für deinen Geist, um deinen Geist zu beruhigen und auch hier, um deinen Fokus zu shiften. Und Mantren sind häufig aus dem Sanskrit und haben eine bestimmte Schwingung. Und Mantren können eben auch gesungen werden oder gechantet werden. Und manche Mantren sind dafür da, um Gott anzurufen. Andere Mantren sind dafür da, Heilung zu erfahren. Und das Mantra, was ich gerne heute mit dir teilen möchte, ist ein wunderschönes Mantra. Vielleicht kennst du das. Das ist eins der bekanntesten buddhistischen Mantren, die es gibt. Und das Mantra heißt Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Und man kann dieses Mantra wunderschön chanten. Du kannst auf Spotify zum Beispiel einfach mal eingeben, Om Mani Padme Hum. Es gibt wunderschöne, gechantete Lieder von diesem Mantra. Ich liebe das, wenn ich zum Beispiel auch konzentriert arbeite, mache ich mir das oft im Hintergrund an. Und du kannst es für dich auch einmal wiederholen. Du kannst es einmal summen, du kannst es einmal singen, je nachdem, wo du gerade bist. Zum Beispiel könntest du es so chanten, wenn du möchtest. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Dass du einfach da in diese Melodie kommst und das für dich singst, so wie es sich für dich richtig anfühlt. Und wie gesagt, Om Mani Padme Hum ist eins der wichtigsten Mantren im Buddhismus. Und es geht bei dem Mantra um das ursprünglich weibliche Prinzip der Güte und des Mitgefühls. Und dieses Mantra hat die Kraft, dass es dir das Leid nimmt, dass es dir die Sorgen nimmt und dass es dich einhüllt in diese allumfassende Liebe, nicht nur für dich, sondern für alle Lebewesen. Om Mani Padme Hum. Und wenn du möchtest, atme da nochmal kurz ein und aus und wiederhol das Mantra für dich. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Oder du singst es. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Kannst singen. Kannst einfach rezitieren. Man sagt, dass man ein Mantra 108 Mal wiederholt. 108 ist eine heilige Zahl, die dir dabei helfen kann, einfach ja, in diese spirituelle Reinigung zu kommen mit diesem Mantra. Und vielleicht geht es mit dir in Resonanz. Und wenn du merkst, du machst dir gerade Sorgen und du bist in diesem Strudel, Om Mani Padme Hum, ich verbinde mich mit dieser weiblichen Urkraft in mir, ich verbinde mich mit der Güte, mit dem Mitgefühl, ich verbinde mich mit dem Weichen in mir, mit dem Vertrauen in mir, mit dem Empfangen. Und ich erlaube mir, dass all das Leid gehen darf und dass ich in diese Güte kommen kann, in das Mitgefühl kommen kann, mir selbst gegenüber. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Und vielleicht tut dir dieses Mantra gut. Und das dritte Tool, das ich gerne mit dir teilen möchte, ist ein Tool, das super praktisch ist, weil du es immer dabei hast. Und zwar ist es, Überraschung, dein Atem. Dein Atem ist mit das beste Tool, das du hast, um aus Sorgen auszusteigen. Und dein Atem erlaubt dir einfach, in diesem Moment wieder anzukommen. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt während dieser Folge, atme mal tief ein und aus. Und dein Atem
ist das, was immer da war. Dein Leben hat begonnen mit deinem ersten Atemzug und es wird irgendwann in vielen, 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 vielen Jahren enden mit deinem letzten Ausatmen. Und dein Atem ist das, was du immer bei dir trägst. Und in dem Moment, wenn du deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem lenkst, auf dein Einatmen, dein Ausatmen, hast du etwas, woran du deinen Fokus festhalten kannst. Dass du eben nicht in diesen Strudel hineingerätst, dass du nicht in diese Negativität hineingerätst, in die Sorgen reingerätst, sondern dass du wahrnimmst, ah, okay, ich mache mir gerade Sorgen, stopp. Ich höre auf damit, weil ich weiß, es bringt mir nichts. Ich weiß, es ist nicht konstruktiv. Ich weiß, es stresst mich nur. Es macht meinen Körper ungesund, weil ich durch diesen Stress meine ganzen Organe nicht richtig arbeiten lasse, weil mein Nervensystem dadurch angespannt ist. Und ich atme jetzt. Ich atme einfach ein und aus. Mehr muss ich gerade nicht tun. Ich erlaube mir einfach zu atmen, meinen wunderschönen Atem in meinen Körper fließen zu lassen und mit jedem Einatmen mir zu erlauben, das Universum in mir zu begrüßen, eins zu werden mit dem Universum und mit dem Ausatmen auf der anderen Seite, dass ich wieder eins werde mit dem Universum. Und dein Atem ist wie so ein Tanz. Wenn du einatmest, kannst du dir vorstellen, wie das gesamte Universum in dich hineinströmt. Und wenn du ausatmest, stellst du dir vor, wie du zum Teil des Universums bist. Und manchmal suchen wir nach so, vielleicht nach dieser Wunderpille, die uns alle Sorgen nimmt und die das Leben einfach macht. Und dein Atem ist tatsächlich eine solche Wunderpille, weil du wirklich deinen Atem, du hast ihn dabei, du kannst ihn immer nutzen. Und wenn du deine Atmung veränderst, wenn du tief in den Bauch atmest und ganz langsam wieder ausatmest, dann bekommt dein Körper, dein Gehirn das Signal, es ist alles gut, sie ist entspannt oder er ist entspannt. Mein Nervensystem kann sich entspannen. Und es gibt ja diese ganz spannende Verbindung von deinem Körper und deinem Gehirn und deinen Gedanken. Das heißt, dass meistens dein Körper deine Gedanken bestärkt und deine Gedanken deinen Körper bestärken in dem, was du gerade fühlst. Und wenn du dir Sorgen machst, dann kriegt dein Körper natürlich die Information, oh mein Gott, fight, flight oder freeze, ich muss weglaufen, ich muss kämpfen oder ich muss mich totstellen. Und dann ist das unglaublich anstrengend. Stress wird ausgeschüttet, also Stresshormone, Cortisol wird ausgeschüttet. Weil das ist ja das Krasse daran, diese Vorstellung, dass irgendwas passiert, worüber du dir Sorgen machst, das fühlt sich ja schon so an, als wäre es ja Realität. Diese Bilder, die du siehst vor deinem inneren Auge, dein Körper kann ja nicht wissen, dass das gerade nicht wirklich passiert, sondern dass es einfach nur ein Film in deinem Kopf ist. Das heißt, in deinem Körper laufen all die Prozesse ab, die ablaufen würden, wenn das gerade tatsächlich auch passieren würde. Und dein Atem ist einfach dieses fantastische, fantastische Tool, das du bei dir hast, wo du deinem Nervensystem sagen kannst, all good in the hood, ich bin entspannt, alles ist gut. Und wenn du deinen Atem veränderst, verändern sich automatisch eben auch deine Gedanken wieder. Und dann kommst du in so eine Positivspirale. Okay? Atmen. Dein Atem ist deine spirituelle Anbindung zu Mutter Erde, zu allem, was ist. Du kannst dir auch, wenn du atmest, vorstellen, wie Wurzeln über deine Füße, wie so Lichtwurzeln in die Erde hineingehen und diese kraftvolle Energie von Mutter Erde wieder zu dir in den Körper zurückfließt. Und das vierte spirituelle Tool, das ich gerne mit dir teilen möchte, ist Meditation. Und der Atem ist gerade schon wie so die Intro zu der Meditation, weil es natürlich in Meditation auch darum geht, dich mit deinem Atem zu verbinden. Aber was Meditation für dich auch machen kann, ist darüber hinaus, dass du dir bewusst wirst, was deine Gedanken sind, dass du deine Gedanken beobachtest, dass du ihnen gewahr wirst, dass du dich darüber bewusst bist, ich denke das gerade. Und das Kraftvolle bei Meditation ist, dass es dich eben aus diesem Autopiloten rausholt. Dieser kleine, fiese Autopilot, der da die ganze Zeit in unserem Kopf das Steuer übernimmt und uns das gar nicht merken lässt, dass der die ganze Zeit fährt. Wir denken, wir fahren, aber der fährt in Wahrheit.
Und dieser Autopilot, der ganz automatisch irgendwas passiert, es kommt eine E-Mail rein und du denkst so, oh mein Gott. Oder du gehst abends ins Bett und dann kommen diese Filme, dass du irgendwie dir Sorgen machst, dass irgendjemandem was passiert und so weiter. Wir alle kennen das. Das ist ja alles Autopilot. Das ist alles im Unterbewusstsein, läuft das alles ab. Das ist ja keine bewusste Entscheidung. Du setzt dich ja nicht hin und sagst, so, jetzt mache ich mir mal 5 Minuten bewusst Sorgen. Sondern das sind ja unbewusste Gedanken, die einfach wie so ein Strudel nach oben kommen. Und dann bist du plötzlich da drin. Und Meditation ist für dich wirklich die Möglichkeit, aus diesem Autopiloten des Egos und der Angst auszusteigen, bewusst zu werden, es sind meine Gedanken, ich bin aber nicht meine Gedanken. Die Gedanken zu beobachten und sich dann von den eigenen Gedanken zu lösen und in dein Herz zurückzukommen, dein Herz zu spüren. Und wir werden gleich noch eine Meditation zusammen machen am Ende. Aber ich möchte dir noch kurz das 5. Tool vorstellen. Das 5. Tool ist Visualisierung. Das ist eins meiner absoluten Lieblingstools. Es ist wirklich kreative Visualisierung. Oh, Halleluja, ich liebe es. Und zwar geht es dabei darum, dass du deine Vorstellungskraft ist so etwas Fantastisches. Du bist es wahrscheinlich einzige Lebewesen als Mensch auf dieser Erde, denke ich jetzt mal, dass die Möglichkeit hat, sich etwas vorzustellen. Dass die Fantasie nutzen kann, um sich etwas vorzustellen, was in der Zukunft liegt oder was in der Vergangenheit liegt. Du kannst ja mit deinem Geist überall hinreisen, in alle Räume, in alle Möglichkeiten, in überall. Mit deinem Geist ist grenzenlos. Deine Vorstellungskraft ist grenzenlos. Du kannst dir alles vorstellen. Und das Spannende ist, dass das, was du dir vorstellst, und zwar was du dir immer wieder vorstellst und das dann auflädst mit einem bestimmten emotionalen Gefühl, dann ist das das, was deine Realität erschafft. Und die meisten Menschen benutzen dieses gigantisch fantastische, spirituelle Megatool, was du da hast, deine Vorstellungskraft, um sich das Schlimmstmöglichste vorzustellen. Das ist so wie, du hast einen Fernseher und dieser Fernseher hat unendlich viele Programme. Coole Programme, nicht so coole Programme, richtig, richtig geile Programme, richtig tolle Programme und auch Horrorprogramme. Und jedes Mal, wenn du deinen Fernseher anmachst, wählst du das Horrorszenario, den Horrorfilm. Oder du wählst die Dauerwerbesendung. Oder du wählst den langweiligsten Film ever. Oder du wählst den Film nicht mit dem Happy End, sondern mit dem Drama-Ende. Du hast aber die Fernbedienung in der Hand. Du hast die Fernbedienung in der Hand. Du kannst wählen, was du gucken möchtest vor deinem inneren Screen. Deine Vorstellungskraft ist so mächtig. Sie ist so mächtig. Und du erschaffst über das, was du dir immer wieder vorstellst und was du mit einer bestimmten emotionalen Ladung auflädst, erschaffst du deine Realität. Jetzt die Frage, welchen Kanal wählst du? Was willst du sehen? Willst du das sehen, wo du dir dann Sorgen machst? Oder willst du das Best-Case-Szenario sehen? Dein Happy End, dein Happy Beginning? Und deine Visualisierungskraft, deine Vorstellungskraft, das ist deine größte Stärke. Nutze diese Fähigkeit, um das zu sehen, was du möchtest. Entwickle innere Filme, die schönsten inneren Filme, die du dir vorstellen kannst. Als Beispiel, ich habe 2 kleine Kinder und manchmal abends, wenn ich im Bett liege, dann schaltet irgendwas in mir, nimmt sich dann meine Fernbedienung, meine innere Fernbedienung für meinen inneren Screen und zappt dann darum und macht mir die schlimmsten Horrorfilme an, wie meinen Kindern irgendwas passiert, dass sie vors Auto laufen oder irgendwo runterstürzen oder keine Ahnung, die schlimmsten Sachen. Und das sind dann meistens so, keine Ahnung, 1, 2, 3 Sekunden, wo ich diese Bilder vor meinem inneren Auge habe, mich fürchterlich erschrecke
und Angst habe. Und irgendwann habe ich gedacht, was soll das denn? Also erstmal danke an mein Unterbewusstsein, ich verstehe das, dass mein Geist, mein Körper mir immer wieder sagen möchte, ich muss auf meine Kinder aufpassen. Ist klar, das ist gut, dass ich da immer wieder natürlich auch sensibilisiert werde. Daher kommt das wahrscheinlich ganz instinktiv irgendwo in unserem Gehirn. Aber reicht ja einmal, muss ja nicht so oft sein. Das heißt, was ich dann irgendwann gemacht habe, ich habe gesagt, okay, ich nehme die Fernbedienung jetzt wieder in die Hand und ich habe mir wunderschöne Filme, innere Filme entworfen mit meinen Kindern, wie ich die Hochzeit von meiner Tochter irgendwann feiere oder wie ich mit meiner Tochter reite am Strand, wenn sie schon erwachsen ist oder wie meine Tochter irgendwann Kinder hat und ich mit meinen Enkelkindern spiele. Oder wie mein Sohn, wie ich mit ihm seinen 18. Geburtstag feiere und er so ein cooles Surfbrett geschenkt bekommt. Oder wie ich mit Carlo, wie wir eine Segelreise machen. Oder ich mit ihm auf einem Konzert bin. Und ich habe so ganz viele Bilder, so Filme, ich habe ein Bild, wo ich schon 90 bin und wo er mich besuchen kommt. Und er selber ja auch schon ein älterer Mann ist und wir Zeit miteinander verbringen. Und habe diese Bilder mit so viel Liebe aufgeladen und diese kurzen Filme. Und jedes Mal, wenn ich merke, oh, da snappt sich jetzt gerade wieder irgendwas, meine Fernbedienung, und macht mir so einen Horrorfilm an, hole ich mir die Fernbedienung innerlich zurück und spiele eins von diesen anderen Bildern ab. Und es geht nicht nur darum, es geht auch darum, wenn du zum Beispiel, dass du Sorgen hast, dass du Geldmangel hast oder dass du Sorgen hast, dass du krank wirst. Das ist ja alles, wie du deine Vorstellungskraft benutzt, um etwas in der Zukunft zu sehen, was aber noch überhaupt gar nicht da ist. Aber dadurch, dass du es dir vorstellst und es dir immer wieder vorstellst, wird es natürlich, also nicht natürlich, aber höchstwahrscheinlich irgendwann zu deiner Realität. Weil du die ganze Zeit daran denkst und weil du dir damit Optionen und Möglichkeiten selber verbaust, etwas sehen zu können, wie es eben auch anders geht. Und deine Vorstellungskraft ist wirklich, ich kann das nicht genug sagen, aber deine Vorstellungskraft ist das größte Geschenk, was du hast. Und es ist ein so powervolles Tool, weil was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, ist, dass die geistige Ebene bestimmt immer die materielle Ebene. Alles beginnt in deiner Vorstellungskraft. Und wenn du deine Vorstellungskraft nutzt, zusammen mit so einer richtig kraftvollen, positiven Emotion wie Freude oder Liebe oder Dankbarkeit, und das immer wieder in dir wiederholst, das wird dein Leben verändern. Weil das eine bestimmte Schwingung auch raussendet und du dann beginnst, dich auf eine andere Art und Weise zu verhalten. Du beginnst, andere Entscheidungen zu treffen. Einfach, weil du andere innere Bilder hast. Weil du nicht mehr in der Angst bist, sondern weil du in der Freude bist, weil du in der Dankbarkeit bist, weil du in der Liebe bist, weil du in der Vorfreude bist, weil du es einfach schon siehst. Und ich mache das mit allem. Ich mache das in meinem Unternehmen, dass ich die Dinge sehe, die ich erschaffen will und nicht die, die ich nicht erschaffen will. Ich mache das mit meiner Gesundheit. Ich sehe immer wieder die Dinge, wie mein Körper sein soll, wie ich sein soll, wie gesund ich bin, wie all meine Zellen gesund sind. Ich mache das mit den Reisen, die ich machen möchte, mit meiner Partnerschaft. Ich versuche immer das zu sehen, was ich erschaffen möchte und nicht das, was ich nicht erschaffen möchte. Und ich möchte gerne mit dir eine ganz kurze Visualisierungsreise machen, eine kurze Meditation in Verbindung mit dieser Visualisierung, die dir dabei helfen kann, sorgenfreier durch dein Leben zu gehen. Und für diese Meditation schließ einfach kurz deine Augen, es sei denn, du fährst gerade Auto, dann bitte nicht, aber ansonsten schließ einfach kurz deine Augen, atme hier einmal tief ein und aus. Und dann stell dir vor, wie du dich in dein Herz hineinfallen lassen kannst, so als würdest du dich in eine ganz gemütliche Hängematte legen, die dich so von links nach rechts schwingt. Und wie du entspannen kannst, wie du loslassen kannst und einfach bei dir ankommst. Du spürst, wie diese Hängematte dich ganz leicht wiegt, wie dein Körper schwer werden darf. Und dann erinnere dich jetzt an eine Sache, wo du dir normalerweise Sorgen machst. Einfach eine Sache, ein Szenario in deiner Zukunft, wo du Angst hast, dass es nicht klappen könnte oder schief geht. Und dann nimm
für einen Moment wahr, wie sich das anfühlt, wie sich das in deinem Körper anfühlt. Und dann stell dir jetzt vor, dass du auf deinem inneren Screen einen neuen Film ablaufen lässt. Stell dir vor, wie du die Fernbedienung in die Hand nimmst, den Kanal wechselst, und zwar auf deinen absoluten Lieblingssender. Der Sender, wo nur die besten Neuigkeiten laufen, die schönsten Bilder, die besten Dokumentationen, die schönsten Filme mit dem größten Happy End. Und du schaltest jetzt auf deinem inneren Screen ein. Und ich möchte jetzt, dass du die Situation, die du vorher gesehen hast, die schief läuft, dass du sie jetzt einmal siehst mit dem bestmöglichen Ende. Wie wirklich das absolut Beste, besser noch, als du es dir vielleicht vorstellen kannst. Dass du das einmal für dich visualisierst. Nutze deine Vorstellungskraft auf diesem Screen, das darauf zu projizieren, das bestmögliche Ende. Den schönsten, möglichsten Film. Sieh einmal, wie es eben auch gehen kann. Sieh dich vielleicht in dieser absoluten Gesundheit. Sieh dich mit deinem Traumpartner oder deiner Traumpartnerin. Sieh dich mit dem Geld. Sieh dich in dem Urlaubsland, wo du vielleicht hin möchtest. Sieh dich mit diesem Job. Sieh dich mit deinen gesunden Kindern. Was auch immer es für dich ist. Sieh dich hier, fühl dich da rein. Und dann stell dir vor, dass du die Farben noch ein bisschen mehr aufdrehen kannst. Dass alles noch mehr strahlt. Und vielleicht hat dieser Moment auch einen ganz bestimmten Geruch. Und dann stell dir mal vor, du kannst es riechen. Und vielleicht hat dieser Moment auch eine ganz bestimmte Temperatur. Und dann spür diese Wärme von diesem Moment. Und dann stell dir vor, wie du für einen Moment durch diesen inneren Screen in genau dieses Bild hineingehen kannst. Stell dir vor, wie du jetzt in diesen Film hineingehst, Teil davon wirst. Und jetzt fühl dich da rein. Spür, wie du dich fühlst in diesem Moment. Wie du da vollkommen im Vertrauen bist und wie du denkst, oh mein Gott, und ich habe mir mal Sorgen gemacht deswegen. Und jetzt ist es so fantastisch geworden und so schön. Und ich fühle mich so gut. Und erlaube dir, dich da einmal einzutunen mit dieser Energie, mit dieser Dankbarkeit, dass du das so erleben kannst, mit dieser Freude. Und wie alles gut ist. Und wie du dir vollkommen umsonst irgendwann mal Sorgen gemacht hast. Und spüre diese Kraft, die davon ausgeht. Dann verliebe dich in diesem Moment, verliebe dich in deine wunderschöne Zukunft und werde dir darüber bewusst, dass du alle Ressourcen in dir trägst, alle Fähigkeiten in dir trägst, um genau das oder noch etwas Besseres zu erschaffen. Spür da rein, dass du umgeben bist von Liebe, von Geborgenheit, von Vertrauen und dass du es dir erlauben darfst, mit Leichtigkeit und Liebe durch dein eigenes Leben zu gehen. Du bist geliebt. Du bist gesehen. Und du bist gesegnet. Es ist alles da. Und von hier bring deine Aufmerksamkeit in dein Herz. Und dann stell dir vor, wie du diese Energie aus deiner Zukunft in deinen gesamten Körper strahlen lässt. So wie eine Sonne, die jetzt von deinem Herzen diese Energie der Zukunft in jede Zelle deines Körpers strahlt und wie diese Wärme sich ausbreitet in dir, wie dir warm ums Herz wird, wie du entspannen kannst und wie du jetzt tief ein- und ausatmest in deine Zukunft hinein und weißt, alles wird gut. Und jede Herausforderung, die vielleicht vor mir liegt, werde ich meistern können. Alles wird gut. Es gibt keinen Grund, mir jetzt Sorgen über irgendetwas zu machen, sondern ich nutze meine Vorstellungskraft.
um mir die Realität vor meinem inneren Auge zu erschaffen. Bereits jetzt das vor mir zu sehen, was ich will und nicht das, was ich nicht will. Denn ich bin die Schöpferin, der Schöpfer meiner Realität. Dann atme hier noch einmal tief ein und aus. Dann öffne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Und spür einfach mal nach, wie sich das anfühlt. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge dabei hilft, mehr ins Vertrauen zu kommen, in die Leichtigkeit zu kommen und dass du eins von diesen Tools vielleicht für dich nutzen kannst, um schneller aus den Sorgen rauszukommen. Und ich verstehe das, dass manchmal machen wir uns einfach Sorgen und es ist auch wirklich okay. Aber du musst nicht so lange drin bleiben. Du kannst dich immer wieder daran erinnern, dass du unglaublich wirksam sein kannst in deinem Leben und dass dein Leben so viel mit dir zu tun hat und mit deiner Bereitschaft, Ja zu sagen zu dem, was vor dir liegt. Und dass jetzt alles gut ist in diesem Moment. Und dass nur das Beste auf dich wartet. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen, sorgenfreien, leichten Tag. Danke, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du bei Instagram @LauraMarlinaSeiler unter dem Post von heute deine Erkenntnis teilst. Was war für dich das beste Tool oder was hilft dir am meisten, um rauszukommen aus den Sorgen? Lass uns da sehr, sehr gerne austauschen. Und ich verlose unter all den Kommentaren ein handsigniertes Notizbuch, das Happy, Holy and Confident Notizbuch, das wunderschöne Notizbuch. Und wenn du da gerne eins gewinnen möchtest, dann kommentier gerne und lass uns da austauschen. Und ich freue mich sehr drauf. Und wie gesagt, du kannst dich jetzt auch anmelden für einen wunderschönen Abend mit mir am 22.11., wo ich ein Online-Live-Training geben werde, was kostenlos ist, wo du jetzt dabei sein kannst und wo wir eine kraftvolle Meditation machen werden und ich dir Input geben werde, wie du tiefer in deine Manifestationskraft kommen kannst, wie du Wunder in deinem Leben bewirken kannst. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes und wie gesagt, get ready für Januar, denn dann startet wieder die Rise of Shine Uni und das wird so schön werden. Also fühl dich umarmt, hab einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Pass auf dich auf und rock on und Namaste, deine Laura.